Ich probiere was aus. Und zwar habe ich von einem Bekannten gelernt, dass es spannend sein kann, wenn man sich einfach der Kamera aussetzt, ohne dass man weiß, was man eigentlich zu sagen hat. Und dann einfach eigentlich so spricht, wie wenn man mit jemandem spricht, den man gut kennt oder mit sich selbst. Und schaut, was dabei passiert. Und wichtig ist trotzdem, dass ich eine gewisse Dringlichkeit heute spüre, das zu machen. Und jetzt fange ich einfach mal an. Also, ganz spannend für mich ist, dass ich bei meinen täglichen Notizen, die ich mache, in letzter Zeit immer wieder aufgeschrieben habe, ja, bald es reicht es langsam mit der Verdichtung von Inhalten und du solltest jetzt mal wieder eine Zeit für dich nehmen, wo du sichtbar bist mit deinen Inhalten. Und das kann ich auch ein bisschen erklären. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, zu merken, dass es Zeiten gibt, wo es wichtig ist, dass ich sehr introvertiert an den Dingen arbeite, die ich spüre, dass die rauskommen wollen. Also auch natürlich hinsichtlich Komposition und Songwriting, dass es manchmal wichtiger ist, dass ich quasi umgeben bin von den Themen, mit denen ich mich befasse und dass es dann so ist, dass wenn ich zu sehr mich damit befasse, das jemandem zu zeigen oder das nach außen zu bringen, dass dann eigentlich die Dichte des Materials und der Themen nicht so stark ist, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen habe ich jetzt die letzte Zeit eigentlich fast, ja, 2 Jahre sehr viel mehr Zeit verbracht mit im Kontakt sein mit den Themen, die mich beschäftigen und die mich motivieren und die mir wichtig scheinen und wo ich einen ganz organischen Ausdruck finde und weniger damit, diesen Ausdruck auch wirklich in die Welt zu lassen oder mich diesem Ausdruck hinzugeben, sondern eben mehr die Hingabe war in dem Verdichten. Und wie gesagt, neulich durchs Schreiben habe ich immer in meinen Notizen festgestellt, ja, anscheinend ist diese Phase vorbei, anscheinend muss ich sichtbar werden. Und das bin ich jetzt daran bin ich jetzt, das versuche ich jetzt. Und dann kommen noch einige andere Faktoren dazu, nämlich, dass plötzlich, und zwar vorgestern um Mitternacht, erhielt ich den Bescheid, dass das Yoga-Studio, für das ich arbeite, dass das schließen muss, und zwar sofort, wegen Probleme mit der Finanzierung. Und ich habe dann gerade gemerkt, dass ich eigentlich ganz nüchtern war und fast ein bisschen freudig mit diesem Urteil, mit dieser Neuigkeit, weil es mich dadurch in einen Juli bringt, der komplett frei ist von Terminen. Und jetzt habe ich schon wieder geschrieben, Tagebuch geschrieben und gedacht, ja, und geschrieben, was soll das genau? Und jetzt bin ich halt zu dem Schluss gekommen, ja, wann hat man schon 4 Wochen, wo man jeden Tag dazu kommen könnte, sich mit seiner Leidenschaft auseinanderzusetzen? Und das ist mir jetzt beschert und ich möchte es nun nutzen, um jeden Tag an meinen Liedern zu arbeiten und etwas davon in die Welt zu lassen. Jetzt noch kurz überlegen, ob ich irgendwas noch vergessen habe, was vielleicht wichtig wäre in diesem Video. Ja, bin gespannt, ob das klappt. Bin gespannt, ob ich jetzt jeden Tag wirklich meine Zeit und Energie investiere auf eine Weise, dass ich dann ein kleines Stück Musik in die Welt lassen kann. Manchmal sind es vielleicht auch nur Gedanken, so wie jetzt hier. Auf jeden Fall freue ich mich darauf und bin gespannt und freue mich natürlich, wenn du ein Feedback dazu hast oder wenn du mir privat was schreiben willst oder mich motivieren willst oder wenn du dabei bist, weil sonst hat es ja nur die Hälfte des Sinnes. Wenn ich hier meiner inneren Stimme zuhöre, die sagt, ja, du musst sichtbar werden, dann brauche ich auch jemanden, der es sehen will. Okay, dann das war mein Versuch für heute und bis morgen.